Solange dieser Bus fährt, kann man so viel Pizza essen, wie man will. Ich habe gestern Nacht diese Pizzatour in New York gefunden und wie soll ich dazu nein sagen? Wir müssen erstmal eine Stunde zum Bus laufen. Einfach geradeaus, folgt mir. Seht ihr das? Das ist unser Pizzabus und das ist eins zu eins original ein amerikanischer gelber Schulbus. Also damit fahren die Kinder in Amerika zur Schule. Bevor der Pizzabus losfährt, bekommt jeder so ein kleines Notizbuch, so ein Pizzanotizbuch und da muss man jedes Stück Pizza, das man gegessen hat, reinmalen und eine Note geben. Aber man isst keine normale Pizza. Nein, das war das allererste Stück neapolitanische Pizza. Das war so ganz chillig, das war die Aufwärmungsrunde, weil jetzt fahren wir los mit dem Bus und der allererste Style ist New York-Style-Pizza. Ganz kurz, er hat zu mir gesagt, wisst ihr, wie man die isst? Man muss die in der Mitte falten und dann reinbeißen. Ich habe so ganz seriös meine Bewertung geschrieben, mein Pizzabildchen gemalt, aber stopp, wir sind schon da bei der nächsten Pizza und diese Pizza, ich habe mich verliebt. Diese Pizza war so fett und sie war weich und die war so quadratisch. Keine Ahnung, woher unser Reiseleiter dieses Stück Teig hat. Er hat es einfach aus der Hosentasche geholt. Seht ihr dieses Stück Pizza? Ich habe davor noch nie von dieser Pizza gehört. Also er hat gesagt, diese Pizza heißt Grand.